ballern hier die Welse rein? Geht es hier hart auf Wels in der dicken, fetten Störkurve? Das wär's doch, oder? Also, schön hier mal ein bisschen durchjiggen und testen, ob jetzt hier in dieser Kurve an der Achthuber im Seitenarm, ob hier ein bisschen was lübt. Der Feier hatte da was geschrieben im Chat und meine alten probier mal hier. Da lübt der Lachs, er ballert hier schön die Tage schon raus, die Welse. Knapp unter Trophy ist das so. Ich gucke gerade mal eben in die wöchentliche Rekorde. Vielleicht in den deutschen Rekorden. Wels. Ei, 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 ei. Und nach Deutschland sortiert. Ja, der Köder ist eindeutig, ne? Köder ist doch so einigermaßen eindeutig. Aber, guck mal hier, da ist er. Auch auf Maikäferlarve. Das heißt, ich könnte hier tatsächlich gleich nochmal schön durchballern. Guck mal, der Spiro hier auch. 99, ist es denn wahr, Alter? Ist es denn wahr? Irgendwo hier müssen die Welse sein. Die Störe sollen hier auch rumlungern. Und ja, das heißt, man muss ein bisschen testen. Ich werde gleich auch nochmal die Grundrouten ausrüsten und reinwerfen. Und mal gucken, ob da nicht nebenbei auch noch ein bisschen was geht. Vielleicht da auch nochmal, wie gesagt, dann ja, auf Stör und Co. mit der Störmische. Das wäre halt auch nochmal eine Möglichkeit. Gucke ich mir auf jeden Fall gleich mal an. Auch da werde ich natürlich einmal die klassische Störmische verwenden. Gucken wir gerade mal rein. Klassische Störmische. Hier ist sie im Detail. Genau, Rapsamen, Lehm, Wandermuschel, gehackte Würmer, getrockneter Krill, Krabbe und Muschel. Und als zweites werde ich dann auch nochmal testen. Mal eben schauen, wo ist sie? Da ist sie. Rapssamen auch als Basis. Wandermuschel, gehackte Würmer, Krill. Lehm würde ich allerdings auch wieder mit reinmachen, weil das schön erstmal die Haltbarkeit erhöht und den ganzen Köder so ein bisschen mehr auf den Grund lässt, gerade bei Gewässer mit Strömung, plus Tintenfisch dann als Dip, das dann als zweite Variante, also einmal Krabbe, Muschel und einmal Tintenfisch, diese beiden Variationen auf jeden Fall mal testen, bin ich auch gespannt. Die zweite Variante, wie gesagt, war auch die Formfire, der dann eben auch hier ja gerade Nummer 1 ist in den deutschen Rekorden. Noch, denn ich ziehe jetzt hier einfach den Trophy-Wels. Habe ich mir so gedacht. Ist doch eine gute Idee. Alden, habe ich mir gedacht, geh doch mal zum Wasser und fang doch einfach mal den Trophy-Wels. Hm? Wär doch mal was. Der ist jetzt hier schön in der Kurve. Genau da. Da kommt er auch nicht mehr raus. Einfach hier schön rein. Ich baller gerade so ein bisschen schräg und ziehe hier so rüber. Und ja, das wäre doch was. Oder halt mit dem Boot, ne? Kann man sich natürlich auch hinstellen. Einfach hier mit dem Boot querfahren. Könnte man auch machen. Aber ich fahre eigentlich in der Regel nur bis hier und latsch den Rest. Das dauert mir immer so lang hier mit dem Boot. Und dann lübt das schon. Ja, jetzt muss ich natürlich ein bisschen Gas geben. Ich war jetzt leider erst um 23 Uhr Ingame-Zeit hier. Jetzt muss ich mich ein bisschen beeilen. Denn das ganze Welsgeangel läuft natürlich gut in der Nacht und die Nacht ist eben auch schon bald vorbei. Das heißt, ja, so 5, 6 Uhr wird es dann langsam, ja, weniger einfach, ne? Dann ist auf einmal so langsam Ende mit den Welsen. Klar, gehen dann in den Morgenstunden vielleicht nochmal mit Glück welche rein, aber irgendwann hört es dann auch auf. Irgendwann ist halt leider Ende. Und das ist halt irgendwann mies. Das heißt, beziehungsweise wenn man dann den Tag über hier halt mit Grundrouten weitermacht, das kann man natürlich machen. Aber wenn man speziell auf Wels aus ist, zack. Ha! Der erste richtig große Brocken. Der erste Brocken, Alter. 3 Kilo. Ich sehe jetzt schon kommen, ey. Aber der erste Fisch. Es geht gut los. Schnall dich an, Alter. Das ist der erste Schritt zur Trophy.
So sieht sie aus, die Trophy. Oder so. So sieht sie aus, die Trophy. 161,5 Kilo. Ich sage dir. So. Das war das Baby und die Mutti, die ist gleich richtig pisst und ballert rein. So ein Ding ist das gleich. Warte mal ab, ey. So, langsam anfangen zu jiggen. Ich bin hier mit der 30er Jig-Geschwindigkeit, Einholgeschwindigkeit. Eine Umdrehung, relativ langsam. Und dann nochmal reingeben und gib ihm. Und gib ihm. Jetzt geht das ja so ein bisschen hier mit der Strömung. Das heißt, das läuft sogar ganz gut hier. Setup her, klar, ganz klassisch auf Wälzpumpe quasi getrimmt. Das Größte, was man sich gönnen kann. Und das Ganze ist jetzt so eingestellt, dass ich hier dann mit geschlossener Bremse natürlich reingehen kann. Bedeutet, wir verwenden gar nicht die Bremskraft der Bremse, sondern die Bremskraft oder die Power vom Getriebe. Und da muss man natürlich da ein bisschen aufpassen und ja, man muss sich vom Setup her soweit bewusst sein, wie viel Tragfähigkeit hat das Getriebe. Da gibt es verschiedenste Listen im Discord. Link zum Discord gibt's, ist auch unter dem Video. Im Discord gibt es da auch so eine Liste. Also da gibt es halt immer verschiedenste Listen, wo man sieht, wie viel hält denn mein Getriebe eigentlich aus. So, jetzt bin ich, glaube ich, hier gerade oben an dem oberen Teil. Hier gerade so ein bisschen hochgezogen. Ja. Jetzt sieht man schon, die Schnur verläuft ein bisschen flacher. Ich weiß nicht, ob die auch hier oben in dem Bereich lang schwimmen. Oder nur im unteren. Hier komme ich auf jeden Fall gerade schwieriger ins Jiggen. Ich glaube, ich bin vielleicht noch gar nicht richtig oben drauf. Gucken wir mal. Dass ich dann immer noch an der Kante hänge. Das muss ich dann gleich durchziehen. Weil diese Zeit ist dann ja... Jetzt komme ich wieder rein. Das wäre ja dann wirklich Verschwendung. Sobald man dann hier durchzieht und man jiggt quasi gegen die Kante, dann geht halt diese Jig-Führung nicht mehr. Und ja, dann muss man halt schnell hoch an der Kante und dann kann man hier nochmal weiter versuchen, ob der... Ne, auch wieder aufgehört. Schade. Ich dachte, da wäre jetzt noch einer reingegangen. Ob der Lachs denn lübt. Also, ich bin startklar für einen elendlich langen Drill. Ein unangenehm langer Drill, wenn er denn dann passiert. Und ja, wenn es dann geht, dann lübt es. Ich schmeiße jetzt gleich nochmal eben die Grundrouten raus und dann gucken wir, was da geht. So sieht das Grundsetup jetzt aus hier. Schön mit der Venga, 50 Gramm Blei. Ich baller das Ganze hier mal auf 50 Meter ungefähr, dass wir da schön weit rauskommen. Vielleicht ist ja, das treibt ja auch noch so ein bisschen hier. Aber so auf 50 Meter sollte das auch eigentlich ganz gut gehen. Zack, raus damit. Jawohl, dann landen wir da hinten in dem Bereich. Und das lassen wir erstmal hier auf entspannt. Setup ist drin. Guck mal, wie schnell es schon wieder hell wird, ey. Wir haben jetzt gerade mal kurz nach 4. Und dann geht es auf einmal ab. Anderes Setup ist auch schon drin. Und jetzt weiter jiggen. Also, schön raus damit. Und dann schön weiter durchjiggen. Und ich hoffe, dass da noch ein bisschen was reingeht. Und wie gesagt, ja, Ziel ist für mich eigentlich der Stör. Vielleicht baller ich auch gleich nochmal eine Köderfischmontage rein. Oder? Köderfisch hier, so einen schönen gammeligen. Wäre doch was, ey. Gammeliges Rotauge. Nachher geht mir da so ein Beluga drauf, ey. Und dann stehe ich hier. Ich will doch nicht die Großen, ey. Aber so 100 Kilo, komm, 100 Kilo ist doch noch fair. 100 Kilo für so ein Wel... 100 Kilo für so ein Wels ist doch noch fair, ey. Kann man machen, das ist nicht übertrieben. Der guten Morgenwels. Auch noch was Kleines. Wir gucken gleich nochmal eben hier in das Setup rein. Haben wir, glaube ich, noch gar nicht, ne? Das ist ja hier das Jig-Setup. Mit einem 3-0er Haken jetzt gerade. 3-0er Haken. Gerade leider das schwerste an Haken, was ich auf der Route tragen kann. Leider kein 4-0er. Hätte ich sonst natürlich auch genommen. Das heißt, wenn ihr da mit einer anderen Route unterwegs seid, die das aushält vom Gewicht, vom Wurfgewicht, dann gib ihm. Die hier hält es leider nicht. Komm ran hier. Da ist doch jetzt gerade nichts Großes, ey. Wieder so ein Lütter. Oder eine Quappe oder was.
Ne, nen Wels. Kleiner Wels. 10 Kilo. Irgendwie sowas. Ja. Na, guck mal. Und direkt wieder raus. Gar nicht lang warten. Zack, direkt wieder raus. Und wieder durchziehen. Absinken lassen, schön. Und locker durchziehen. So. Und schön auf den Grund. Und dann gib ihm. Ja, mit den Grundrouten jetzt, wie gesagt, wenn das hier gleich so in Richtung Mittag geht, 10 Uhr, 11 Uhr rum, ich glaube, dann höre ich gleich auf mit dem Jiggen, dann werde ich hier gleich alle drei Grundrouten eben komplett mit Störfuttermische bestücken und dann mit den verschiedensten Ködern hier rauswerfen. Einfach mal gucken, was dann da so geht. Störe sollen ja auch reingehen, Sterlitz wurden auch schon gefangen und so weiter, also ein ganz kunterbunter Spot jetzt gerade für große Brocken. Allerdings auch die andere Störkurve auf 18 Meter, da hieß es auch vorhin im Chat, ja Algen, da geht auch was. Also der ganze Bereich an der 8 Huber, vielleicht ja ideal, um in dieser Woche nochmal richtig schön Gas zu geben. Na guck. Der nächste, auch noch nicht so richtig groß. Bremse 29. Kommt er dagegen an? Ja, so leicht. Das heißt, wir machen jetzt mal die Bremse ganz dicht und ziehen ihn jetzt mal hier so an. Und er kann da nicht gegen an. Also wir haben hier eine Getriebekraft von 100 Kilo. Beziehungsweise, was wir dann unten sehen, das schwächste Glied in der Kette des gesamten Setups ist ja jetzt quasi der Haken. Das heißt, sollte jetzt hier irgendwas schief laufen, bricht mir dann einfach der Haken. Und ja, das ist halt nicht so schlimm, ne? Jetzt hängt er da gleich natürlich so ein bisschen an dieser Kante. Und den müssen wir jetzt erstmal schön hochkriegen. Über diese olle Kante da hinten. Über diese Untiefe sozusagen. Aus dem Loch raus. Und dann langsam hier ranholen. Das wird aber. Kein unmöglicher Brocken. Ganz auf entspannt. Guck mal hier. Kann man locker kurbeln. Das sieht gut aus. Ja, ich werde ein bisschen weiter rumtesten. Ich bin echt gespannt, wie das hier noch abgeht. Wie gesagt, es soll kontinuierlich gut laufen. Das mit dem Anfüttern und mit den Stören, das teste ich auch. Vor allem teste ich gleich nochmal, die baue ich mir gleich zusammen, die Störmische sozusagen. Mit Tintenfisch als Basis. Gucken wir mal, wie das so abgeht. Und ob das vielleicht nochmal ein bisschen lockt. Und das kann ich mir auch gut vorstellen als Mische für vielleicht sowas wie Aralbarben und so. Ne? Dass die da vielleicht noch ein bisschen mehr Bock drauf haben. Mit so Tintenfischaromatik. So, nun komm ran hier. Also mit dem Boot hat es natürlich den Charme, ne, mit dem Boot einfach drüber fahren und den Fisch schön nach oben hochpumpen. Aber ich muss auch sagen, vom Ufer aus, und man hat hier so eine große ausladende Kurve und kann den Fisch einfach hier in der Kurve belassen, das ist natürlich auch richtig cool. Gar nicht verkehrt, ey. Und man kann natürlich dann laufen, ne? Jetzt, wenn er jetzt hier nach links abhauen würde, laufe ich halt noch weiter links rüber, scheuche ihn, ne? Zieh hier rüber nach links, das heißt, er haut dann nach rechts wieder ab. Das heißt, ja, wir halten ihn so dann in der Kurve und haben dann eben auch die Möglichkeit, den Fisch hier locker über die Zeit müde zu drillen. Da kommt er an. Die kleine Antenne hinten drauf. Halber Haifisch, ey. Dedin. Komm ran hier. So, und gegen Ende, je nach Größe, bin ich dann immer noch mal ein bisschen vorsichtiger, bevor die dann halt richtig eskalieren, mache ich noch mal kurz ein bisschen auf. Wenn die dann vielleicht sogar schon ein bisschen müde sind, dann lieber noch mal ein bisschen vorsichtiger reingehen. Gerade wenn man so in Richtung Keschern geht, ist ja immer die heikle Phase. Na, der könnte. Was könnte der haben? Mitte 20? Ja, ich glaube so um die 20 wird er haben, ne? Vielleicht geht er sogar schon in Richtung 30. Das wäre natürlich interessant. Da ist es kohlemäßig schon gar nicht mehr so schlecht. Wie er sich wehrt jetzt gerade. Ne? Links, rechts, links, rechts, links, rechts. Das ist halt das Gefährliche, wenn er ab einer gewissen Größe dann es dann schafft, sich umzudrehen. Dann kann er halt richtig nochmal abhauen, richtig Kraft entwickeln.
Und da muss man dann aufpassen, dass man dann nicht irgendwie den Abriss hat. So, kommen wir nochmal ein bisschen ran hier und dann kommt der Kescher gleich raus. So. Genau das hier. Aber den Meter lassen wir eben noch hier. So, jetzt keschern. Hochhalten. Da ist er. 31. Ich bin sehr zufrieden. Passt. Passt sehr gut. Und ich werfe direkt weiter aus. Ein, zwei Runden kriegen wir vielleicht noch hin. Vielleicht ballert hier noch was rein. Genau. Einholgeschwindigkeit auf 30. Schön in den Jig. Und dann gucken, dass da gleich wieder die Jig-Führung kommt. Ich habe ein bisschen wenig ausgeworfen. Ich hätte weiter werfen müssen. Ich glaube, ich bin genau an der Kante gelandet. Ich habe nur so halbherzig ausgeworfen. Nicht gut. Nicht gut, gerade wenn man so wenig Zeit hat. Ne? Das ist halt immer das Schlimme beim Welsangeln. Die wenige Zeit. So, da hinten diese Ecke, diese Macke da anwerfen. Und jetzt gib ihm. Einholgeschwindigkeit wieder runter. Zack. Und wieder rein in den Jig jetzt hier. Ach ja. Ja, aber das kann man, glaube ich, ganz gut machen. Ich bin da sehr zufrieden mit solchen Spots. Wenn man mal wieder die Chance hat, eben hier auf dicke Brocken, macht das Ganze natürlich interessant. Macht natürlich immer wieder Bock auf solche Dinger. Und man kann eben auch kohlemäßig ganz gut abgehen, wenn man das passende Setup hat. Das ist natürlich nichts, was man irgendwie mit einem mittleren Setup macht. Kann man natürlich auch, aber denkt an den Verschleiß. Ich glaube, da ist man deutlich besser unterwegs. Wie zum Beispiel heute im Livestream. Da waren wir ja heute direkt 19 Uhr ging es ja los. Und da war ich direkt nochmal am Bärensee, beziehungsweise anfangs noch am Bärensee. Da soll es gerade mit der Banane ganz gut laufen. 44,50 auf Banane. Einfach mal testen. Und oder 55,31, auch das mit Banane. 55,31, 17 Meter, 44,50 auf, na, ich glaube eher so 22, 23 Meter. Ist, glaube ich, sogar noch besser. Da ist direkt eine Muschelbank. Und ansonsten sensationell immer noch am Bernsteinsee. 40,133 unten der Anleger am Tümpel. 15 Meter Pop-up, nur das Pop-up Mais, Maiskorn, der Kunstmais, Tutti Frutti, sensationell. Abgefahren, 45 Fische, 30 Minuten, hat gut reingeballert. So, jetzt sind wir wieder im Jig, vielleicht mache ich doch nochmal zwei Umdrehungen, vielleicht geht es ein bisschen besser mit zwei Umdrehungen. Es hat gerade ein bisschen gehakt hier. Zwei Würfe mache ich, glaube ich, noch. Gucken wir mal, ob da noch was reingeht. Jetzt bin ich hier schon wieder so nah. Ich habe immer noch nicht ins Setup reingeguckt. Ne? So sieht das aus hier. So sieht es aus und offensichtlich hier flackert es gerade. Oder? War da was dran? Hat da gerade was gebissen? Nee. Ich glaube, da wollte gerade was beißen auf der Grundroute. Es hat kurz geflackert hier. Ja, so sieht es aus. 84 Kilo Schnur habe ich hier drauf. Nur 187 Meter sind hier drauf in Gänze. Und das Ganze hier mit dem 3-0er Haken, das ist halt gewichtsmäßig die beste Qualität. Wenn ihr gerade auswendig wisst, wie viel Tragfähigkeit die haben, ich habe es gerade irgendwie nicht auf dem Schirm, ich meine so um die 60 Kilo Tragfähigkeit haben die Haken. Wenn ihr das gerade auf dem Schirm habt, einfach vielleicht mal unten in die Kommentare reinschreiben. Aber das heißt, man hat effektiv halt hier eine Bremskraft oder eine Hebelwirkung ja quasi von um die 60 Kilo und einen Fisch von, sagen wir mal, 100 Kilo im Wasser wiegt er ja nicht so viel. Er hat natürlich die Power und kann natürlich viel mehr Kraft wieder umsetzen. Das heißt, wenn er dann irgendwann müde ist und trotzdem 100 Kilo wiegt, wiegt er ja im Wasser ja nicht so viel. Das heißt, den kriegt man dann auch ganz gut mit so einem Setup eben rausgepumpt. Ja, so sieht es aus und ich denke auch die nächste Nacht werde ich hier dann gleich nochmal testen. Wie gesagt, dann immer so bis 10 Uhr, 11 Uhr ungefähr rum und dann auf jeden Fall nochmal auf Grund testen. Ich komme hier schon wieder raus aus der Jig-Führung. Vielleicht teste ich auch gleich nochmal in eine andere Richtung, aber definitiv hier halt in dieser
tiefen Stelle, genau hier in der Kurve, einfach quer durch diese Vertiefung hier durchjiggen. Das wird schon irgendwie gehen. Oder halt, wie gesagt, mit zwei Umdrehungen, ne? Einmal, zweimal, runterfallen lassen. Zack, Jig-Führung. Einmal, zweimal, runterfallen lassen. Sieht angenehmer aus. Ist einfacher. Oder schneller kurbeln. Wobei so schnell, na gut, kann auch sein, ne? Hat auch mal funktioniert, weiß ich noch, vor ein paar Monaten im Hauptstrom. Da hat schnelles, kurzes Jiggen war auf einmal besser. Es ging auch schon mal dieses sehr langsame sehr gut. Also da muss man wirklich rumprobieren, experimentell unterwegs sein, ausprobieren, was geht. Viele Möglichkeiten haben wir ja nicht. Wir haben den Köder, der super funktioniert. Klar, kann man natürlich auch nochmal testen. Wir haben die Location, wir haben den Fisch. Also auf Wels weiter probieren und testen. So, ich mache jetzt erstmal weiter. Petri Lümmels, wenn's gefallen hat, Daumen da lassen. Wenn's geholfen hat, Kanal abonnieren, das hilft mir. Und dann sehen wir uns in einem der nächsten Videos oder im Livestream auf Twitch, montags, mittwochs und freitags immer um 19 Uhr. Petri.